Johansson und gleich ist Milo Sammel jetzt da. Hat den Arm draußen, auch das war ein Berliner Problem in Köln. Sie haben einfach keine Keeperleistung an diesem Wochenende produzieren können. So, da ist Andersson durch. Und entgegen der Startformation und der Ankündigung, sehr gut, wie die Kieler das verteidigen. Die sind ein Mann weniger. Jetzt kommt das Passivzeichen. Zack, da kriegt Gitzel aber gerade noch so den Ball. Kleine Scharmützel, andere Seite, Johansson mit Gitzel. Milo Sammel jetzt sehr, sehr konsequent in seiner Ecke. Sehr, sehr offensiv, wie die Kieler da warten. Einläufer Lindberg und Bellersen genauso präsent wie Milo Zavljev auf der anderen Seite. Tolle Anfangsphase für die beiden Keeper. Ein Kind, der Wackler. Und ab die Fahrt. In die Pranke gespielt. Das ist Gitzel und da ist das 2:0. Gut hier der Perspektive mal von der anderen Seite. Erste personelle Konsequenz. Milo Sammeljev ist da. Auch den Abpraller haben die Berliner. Da gibt es die Lücken. Die gehen so schnell auf. Weinholz. Durchbruch und ab ins Tor. Auf seinen verletzten und operierten Fuß ist im Spiel um Platz 3 einer gelandet. Andersson. Gewaltwurf ohne Kontakt. Er strotzt vor Selbstbewusstsein, der Däne. Er ist so torgefährlich wie noch nie in der Bundesliga. Andere Seite zündet jetzt Johansson. Viel nach innen ziehen bei Andersson, das kennen wir aus vielen Berliner Partien. Gitzel, Pekeler packt zu, sie wollen ihn doppeln. Sein 52. Siebmeter-Treffer. Schieper Götu, neuer Spielmacher bei Kiel mit der 71. Boah. Der Johansson. Aus dem Winkel. Der Wahnsinnige springt einfach überall hin. Kurzer Schlafmoment. Was die fünfte Abwehr häufig zu offensiv ist, ist beim THW zu passiv. Ja, sie sind ein Mann weniger, sie müssen zocken, aber doch so nicht bei Andersson. Anspannung bei allen groß bei den Füchsen. Schäfer Götu guckt in der kleinen Gruppe, wie ist die Bewegung von Öberby. Gitzel schnappt sich den Ball. Ein Doppelpass und da kommt er, der Pfeil. Ziehen und zerren an Öberby, sodass er kaum in Position kommen kann. Und das ist erneut zu dicht von Kiel. Schieper Götu, exzellent! Das ist zu hektisch von Berlin. Die Abwehr von Kiel nicht so ungemütlich wie die Abfeinde vor Wochenende der Gegner. Valinius schmettert auf der anderen Seite das Ding rein. Es ist auf jeden Fall. Siebmeter-Tor 98. Mehr Lebendigkeit, mehr Tiefe. Jetzt das Tor von Dari. Fakt ist, Kiel hat wieder Zugriff auf dieses Spiel. Was für Gewaltwürfe von Johansson heute. Sehr, sehr offensiv, wie Kiel das verteidigt. Gitzel von hinten hängt Winzek dran, das macht ihm überhaupt nichts. Wiede macht es! Zu 18 zur Pause,
Wir haben Handballspektakel versprochen. Wir haben Handballspektakel bekommen. Fabian Wiede, so kalt, so gut. Ein Treffer, 18-18. Jetzt Dahmke hat so viel Raum. Wird das hier heute ein meisterschaftsentscheidendes Spiel? Fragezeichen. Schieber Götzu. Boah. Harakiri-Handball. So, checken kann Gitzel auch. Manchmal sind Mut, Risiko und Übermut bei Schieber Götzu zu dicht beieinander. Matthias Gitzel. Gitzel kommt noch, kriegt ihn Andersson nicht. Drucks immer wieder wegen seiner 1-1-Qualität. Das war ein zu großer Risikopass von Gitzel. Tor ist leer, den macht Eckberg. Zur Kieler Führung wieder. Lobenswert aber auch dieser Rückzug von Kiel immer wieder. Berlin kommt seit der 15. Minute nicht mehr in die Tempo-Gegenstöße. Sind dann 2 Minuten. Bedrängnis Fabian Wiede. Henrik Pickeler hat ein elegantes Handgelenk. Milos Savljev, Eckberg. Den zweiten, den Milos Savljev abkauft. Bielik, der Block von Dari. Gitzel ins leere Tor, Berlin führt wieder +2. Und zweite Auszeit Kiel. Paraden. Und dann kommt Johansson. Sah nach Schritten aus. Den Abpraller hat auch wieder. Mit Expresspass nach vorne auf Tolbrink. Erst einen Punkt haben die Füchse hier in der Max-Schmeling-Halle gelassen. Gegen Göppingen. Johansson zum Ausgleich. Und sie haben gekämpft und greifen dann vielleicht in den Meisterschaftskampf ein. Und damit haben wir am Ende ein 32-32. Es ist das vierte Unentschieden der Füchse in dieser Saison.